Halloween steht vor der Türe, aber bei mir muss es nicht unbedingt immer blutig sein. Und deswegen zeige ich euch heute als Alternative mal was anderes, und zwar diese Maske im Spitzenlook. Wie ihr seht, starten wir schon geschminkt und zum allerersten Mal trage ich auch mal blaue Kontaktlinsen. Das war eine kleine schwere Geburt, die reinzusetzen, aber mit ein wenig Überwindung klappt das schon. Und für die Maske benutze ich den Essence Easy to Use Eyeliner Pen. Damit konnte ich sehr gut arbeiten, weil die Spitze sehr dünn ist. Und als erstes fing ich an, verschiedene Dreiecke auf meiner Stirn und ein bisschen auf meiner Nase zu malen. Hier zum Beispiel habe ich einmal meine Augen umrandet und das, finde ich, ergab einen sehr schönen Effekt. Und falls ihr irgendwie was verpasst habt, ist es auch kein Problem. Nehmt einfach ein Mattestäbchen und wischt es einfach weg. Neben den gewöhnlichen Formen wie Dreiecke oder Kreise habe ich auch ganz viele so Schnörkellinien gezeichnet. Aber da sie doch schwieriger aufzuzeichnen waren, als ich dachte, habe ich sie erstmal nur sehr leicht und grob skizziert, bevor ich dann zum zweiten Mal mit meinem Eyeliner-Pen drüber gegangen bin. In diesem Look geht es einfach nur darum, dass man die Augen künstlerisch betont. Und deswegen erweitere ich meine Augenumrandung mit verschiedenen Dreiecken, Schnörkellinien und am besten braucht man gar nicht so stark über die Formen nachzudenken. Irgendwann fängt man an, einfach drauf loszumalen. Sobald ihr etwas gezeichnet habt, empfehle ich euch, dies sofort auf der anderen Seite zu übertragen, damit ihr später sicher seid, dass ihr ungefähr die gleichen Seiten habt. Um meine Augenmaske etwas tiefer zu verleihen, nehme ich einen dunkelgrauen bzw. schwarzen Lidschatten und fange an, meine Maske zu schattieren. In einigen freien Fällen verblende ich dann meinen Lidschatten und damit verdunkle ich auch noch zusätzlich einige Linien und kann auch mit diesem leicht smokyhaften, verlaufenden Augen betonen. Bei diesem Look dürfen dunkle Lippen auf jeden Fall nicht fehlen. Und dazu trage ich den wirklich dunkelsten Lippenstift, den ich jemals kenne, auf. Und verdunkle ihn auch noch zusätzlich mit etwas schwarzen Lidschatten. Somit habt ihr einen ziemlich coolen, maskenartigen, geheimnisvollen Look, der auch perfekt für die Leute sein könnten, die noch last minute ein Kostüm oder eine Art Verkleidung brauchen. Vergesst nicht, die Halloween Countdown Playlist anzuschauen mit allen Mädels, die ein Video zu Halloween gemacht haben. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Bis dann!